Willkommen im Hochseilgarten 3-2-3 in Duisburg. Mein Name ist Philipp und ich mache mit euch so ein kleines Online-Tutorial, wie ihr euch nachher hier zu sichern habt beim Klettern. Das Wichtigste hängt alles bei euch vorne am Gurt dran. Das sind einmal die Karabiner und die blaue Rolle, die ihr nachher benötigt, um bei den Seilrutschen weiterzukommen. Als allererstes, bevor ihr nachher startet mit dem Vorklettern, ist, dass ihr einmal prüft, ob die Karabiner vernünftig funktionieren. Auf der Rückseite befindet sich eine Zusatzsicherung. Die versucht er einmal zu prüfen, indem er nur vorne an dem Karabiner Öffnung versucht, den zu öffnen, wobei ihr dann eben halt geschlossen bleiben sollten. Ist das nicht der Fall, müsst ihr euch einmal neue Karabiner geben lassen. Ansonsten ist es wichtig mit den Karabinern, dass ihr immer da anfangt, euch zu sichern, wo ihr auch in den Parcours einsteigt. Sprich, hier neben mir ist direkt eine Leiter, die hochführt in den Baum. Ihr seht, da sind rechts und links nur die gelben Gartenschlauchstücke, wo ich dann mit den Karabinern jeweils auf einer Seite einhänge. Heißt einfach, ein rechts, ein links, und dann könnt ihr dann nachher weitermachen. Oben auf der Plattform angekommen, geht es dann nachher weiter mit dem nächsten wichtigen Sicherungsseil, wo sich ein bisschen was ändert. Das ist nämlich der Gartenschlauch, der um den Baum rumführt. Bei dem müsst ihr euch dann nachher mit den Karabinern nämlich gegenläufig sichern. Das bedeutet einfach, dass die Öffnungen in zwei verschiedene Richtungen zeigen, so wie jetzt hier bei mir auf dem Finger. So seid ihr nachher auch die ganze Zeit fortlaufend gesichert. Ist dann egal, ob an den gelben Gartenschläuchen, an den Bäumen oder auf dem Sicherungsseil, was oben über den Elementen rüberführt. So, noch eine wichtige Stelle ist nachher da, wo ihr nichts mehr für die Füße habt. Das sind dann immer unsere Seilrutschen. An den Stellen benötigt ihr immer eure blaue Rolle. Wichtig, wenn die benötigt wird, die einmal komplett mit dem Karabiner vorne so rauszunehmen, wie ich sie jetzt hier in der Hand halte. Dann den Karabiner unten lösen, damit die Seite hier unten offen ist und die von oben einmal über das Draht darüber gesteckt werden kann, dass es nachher, so wie mein Finger jetzt, dazwischen einmal aufliegt. Wenn das der Fall ist, den Karabiner einmal unten drunter wieder durchstecken und dann ist die Rolle schon auf dem Drahtseil aufgebaut. Danach nehmt ihr eure Karabiner aus dem gelben Gartenschlauch dazu, hängt einen einmal vor die Rolle und den zweiten gegenläufig zum ersten dann einmal dahinter. Dass, wenn es komplett drauf hängt, einmal alles so wie jetzt hier zu sehen ist, aufgebaut ist. Beim Rutschen nachher noch ganz wichtig, wenn ihr euch irgendwo festhalten wollt, macht das am besten immer hier an dem blauen Band oder im schwarzen Band von der Rolle, damit ihr die Rutsche auch rüberkommt. Die Seile lasst ihr einfach ganz locker mitlaufen, da braucht ihr euch nicht dran festhalten. Ansonsten angekommen auf der anderen Seite, zuerst mit den Karabinern wieder den Gartenschlauch umhängen am Baum und als allerletztes dann die Rolle vom Seil runternehmen. Kann man sich auch ganz gut merken, die Rolle ist ein guter Partygast, kommt zuerst und geht zuletzt. Wenn ihr die Rolle nicht mehr benötigt, am besten vorne einmal wieder den silbernen Ring reinhängen. Da hängt sie am besten und schlackert euch nicht unten vor den Beinen rum und ihr holt euch keine blauen Flecken. Dann kommen wir einmal zum Vorklettern hier in unserem Übungsparcours. Wie gerade gesagt, bei den Leitern habt ihr rechts sowie links die gelben Gartenschlauchstücke, in denen ihr euch sichern müsst. Das heißt, ihr nehmt hier eure Karabiner vorne einmal raus und hängt die so hoch wie möglich in die gelben Gartenschlauchstücke ein. Ein rechts, ein links und dann könnt ihr schon hochgehen. Noch ganz wichtig, bevor ihr anfangt mit dem Klettern, ist, dass ihr eure Lederhandschuhe anzieht, die ihr entweder selbst mitbringt oder bei uns eben halt erwerben könnt. Wichtig ist nachher, wenn ihr hier hochklettert, dass ihr die Karabiner so ungefähr auf Hüfthöhe habt, die euch anfangt einmal umzusichern. Das heißt, ihr nehmt einen Karabiner wieder raus, hängt ihn so hoch wie möglich um und macht das dann nachfolgend mit der anderen Seite einmal auch. Oben auf der Plattform angekommen, geht es dann von dem gelben Gartenschlauch aus der Leiter direkt in den Gartenschlauch, der euch hier einmal um den Baum rumführt. Ab hier ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr die Karabiner hier gegenläufig einsichert. Das heißt einfach, dass die Öffnungen, wie gerade schon erklärt, in zwei verschiedene Richtungen einfach zeigen. So seid ihr nachher die ganze Zeit über auch gesichert. Ist jetzt egal, ob in den gelben Gartenschläuchen hier am Baum oder nachher in dem Sicherungsseil, was über dem Element euch weiterführt. So, der Gartenschlauch nachher ist auch ganz wichtig für euch. Das ist wie so ein Wegweiser. Der führt euch immer von Element zu Element. Das erste Element war hier die Leiter. Von hier aus geht es dann weiter direkt zu dem nächsten Element, da wo der Gartenschlauch dran aufhört und das Sicherungsseil fürs Element auch weiterführt. Heißt, hier oben, wo das aufhört, müsst ihr euch wieder einzeln einmal umsichern, das Drahtseil, was danach folgt, und wieder darauf achten, dass die Karabineröffnung in die zwei verschiedenen Richtungen zeigen. Dann steigt ihr einmal hier in das Element ein und könnt dann schon rüberklettern.
Wichtig, wie gerade erwähnt, ist, dass ihr hier in Elementen, genauso wie auch auf den Plattformen, immer nur allein unterwegs seid. Das heißt, selbst wenn da hinten schon jemand kurz vorm Ende steht und auf der Plattform fast drauf ist, nicht direkt anfangen, sondern warten, bis er wirklich auf der Plattform steht und dann erst losgehen. Die Elemente sind teilweise nämlich sehr wackelig, wackelt ihr ein bisschen zu viel, hängt er vor euch in dem Sicherungsseil drin und im schlimmsten Fall bekommt ihr das Sicherungsseil selbst irgendwie ab und verletzt euch dabei dann noch. Nachher ganz wichtig, wenn euch so eine Schelle hier auf dem Sicherungsseil begegnet, müsst ihr einmal kurz stehen bleiben und eure Karabiner hier einmal drüber heben. Das macht ihr am besten einzeln, indem ihr so ein bisschen hochdrückt und mit dieser Spitzenseite oben über die Schelle einmal rüberschiebt. Könnt ihr auch einzeln hier einmal umsichern und danach ganz normal weiterklettern. So, hier drüben an der nächsten Plattform wieder angekommen, müsst ihr euch wieder einzeln in den Gartenschlauch umsichern. Der fängt da direkt an, wo ihr ankommt, heißt hier hinter dem Drahtseil einfach wieder direkt in den Gartenschlauch einklicken und darauf achten, dass die Karabineröffnungen wieder in die zwei verschiedenen Richtungen zeigen. Ansonsten dem Gartenschlauch einfach weiter folgen zum nächsten Element, von wo aus es dann weitergeht. Hier ist ganz wichtig, ist das nächste Element eine Seilrutsche. Das heißt, eure Karabiner bleiben immer fest hier im gelben Gartenschlauch drin hängen, bis ihr eure blaue Rolle auf dem Drahtseil, was jetzt folgt, aufgebaut habt. Zum Aufbauen die Rolle einmal komplett, so wie ich jetzt, aus dem silbernen Ring vorne rausnehmen, den Karabiner dann nach unten aus der Spitzenseite einmal entfernen, damit diese frei ist und ihr die von oben über das Drahtseil einmal rüberstecken könnt, um diese dann mit dem Karabiner wieder zu befestigen. Jetzt, wenn die Rolle fest ist, noch einmal die Karabiner dazu holen, einen einfach vor die Rolle hängen und den zweiten gegenläufig zum ersten dann dahinter. Beim Rutschen noch ganz wichtig, müsst ihr euch oder könnt ihr euch gerne an dem Band von der Rolle festhalten. Die anderen beiden Seile lasst ihr einfach ganz in Ruhe mitlaufen. Die würden euch nämlich nur ausbremsen, wenn ihr die mit festhaltet. Hier am besten noch ein bisschen Schwung nehmen bei den Rutschen zwischen den Bäumen, damit ihr auch wirklich drüben ankommt. Solltet ihr mit der Rolle mal nicht ganz bis rüber kommen, direkt, sobald ihr stehen bleibt, einmal hier oben auf das Drahtseil greifen, in die Richtung, wo es hingeht, mit dem Rücken dann zu der Plattform auch drehen, wo ihr hin wollt, und über Kopf einmal rüberziehen. So kommt ihr nämlich am leichtesten und am schnellsten dann über die Seilrutsche, wenn ihr euch selber ziehen müsst, rüber. So, dann auch hier am Ende vom Gartenschlauch wieder auf das nächste Sicherungsseil einmal umsichern fürs Element. Auch hier wieder die Karabiner gegenläufig draufhängen und dann könnt ihr weiterlaufen. Was nachher für euch noch ganz wichtig ist, ist, falls ihr mal irgendwie in das Sicherungsseil reinfallen solltet, ist alles halb so wild, das Ganze hält euch, da braucht ihr keine Angst vor haben, euch passiert hier nichts. Wenn ihr den ersten Schockmoment so ein bisschen überwunden habt, könnt ihr gerne einmal versuchen, euch selbst hier wieder rauszuholen. Das Ganze ist nämlich gar nicht mal so schwer. Hierzu drückt euch am besten mit den Armen von dem Element einmal weg. Dann könnt ihr entweder die Füße hier vorstellen und euch wieder versuchen, mit Hilfe der Seile hinzustellen. Oder aber ihr schmeißt die Beine erstmal hier rüber, zieht euch an dem Seil so ein bisschen hoch, damit ihr euch hinsetzen könnt und holt noch mal ein bisschen Luft, damit ihr den Schock so ein bisschen überwinden könnt. Zum Hinstellen auch ruhig wieder hier oben an den Seilen festhalten und dann einen Fuß nach dem anderen auf das Element bringen und wieder hinstellen. Unser letztes Element ist die Endrutsche, die euch wieder zum Boden runterführt. Hier erstmal vom Prinzip her ist das alles genauso aufgebaut wie gerade bei der Rutsche zwischen den Bäumen. Als erstes wird die Rolle aufbauen und dann die Karabiner dazu holen. Einen vor die Rolle und den zweiten wieder gegenläufig zum ersten, dann dahinter hin. Hier nur ganz wichtig, hier haltet ihr euch nur mit einer Hand an dem Band von der Rolle fest. Mit der zweiten Hand müsst ihr hier oben hinterm letzten Karabiner einmal auf das Stahlseil greifen. Das ist nämlich dann eure Bremshand nachher beim Runterrutschen. Mit der könnt ihr nämlich nachher durch Zudrücken euch selbst ein bisschen abbremsen. Wichtig, lasst die von Anfang erstmal locker hier oben drauf mitlaufen, dass er nicht direkt zugreift, sondern erstmal ganz locker hier oben drauf liegen habt nur. Und sobald ihr Richtung Boden kommt, greift ihr ein bisschen mehr mit der Hand zu und die Füße, wenn die auf den Boden kommen, laufen zwei, drei Schritte noch mit, um den restlichen Sprung so ein bisschen mitzunehmen.